Guten Morgen. Wir sind hier im Gärtnermuseum Wolfenbüttel und wir begrüßen Sie heute zu einer ersten virtuellen Führung durch das Gärtnermuseum. Mein Name ist Henning Kramer und ich stelle Ihnen gleich noch Herrn Christian Hohgräfe vor, der heute für uns die Führung hier durchs Gärtnermuseum beginnt. So, dann wollen wir doch mal. Guten Morgen, Herr Hohgräfe. Guten Morgen, Herr Kramer. Willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen im Gärtnermuseum Wolfenbüttel, das ins Leben gerufen wurde, um an die jahrhundertealte Tradition des Erwerbsgartenbaus in Wolfenbüttel zu erinnern. Da dieses Museum am Neuen Weg liegt, haben wir zurzeit in den Wohnräumen dieses alten Gärtnerhauses eine Ausstellung Geschichte und Geschichten zum Neuen Wege. Folgen Sie mir nun in den ersten Raum dieser Ausstellung. Sie sehen hier ein Modell des Neuen Weges, angefertigt nach einem Plan aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Dieses Modell ist eine freundliche Leihgabe des Schlossmuseums Wolfenbüttel. Sie sehen hier den Neuen Weg, der Ende des 17. Jahrhunderts von den Herzögen angelegt wurde. Er war mit Linden bepflanzt und an beiden Seiten durch Schranken und Posten gesichert, da er nur für den Herzog und seinen Hofstaat vorgesehen war. Aber irgendwann haben die Wolfenbüttler Bürger die Schranken weggerissen und auch diesen Weg benutzt, denn er war sicher besser in Schuss als der von ihnen zuvor benutzte alte Weg. Mit dem Bau des alten Weges haben die Herzöge zugleich rechts und links von dem Weg an ihre Hofbeamten schmale Gartengrundstücke ausgegeben, mit der Maßgabe, dort ein Gartenhaus zu errichten und es zu bepflanzen. Allerdings war dieses noch kein Erwerbsgartenhaus, sondern es waren sozusagen die Häuser zur Sommerfrische der Hofbeamten, die dann aus der stinkigen Stadt vor die Stadt ziehen konnten. Als Mitte des 18. Jahrhunderts die Residenz endgültig nach Braunschweig verlegt wurde, wurden diese Grundstücke von den Hofbeamten aufgegeben und an zurückbleibende Wolfenbüttler Gärtner verteilt, die begannen dort einen erwerbsmäßigen Gartenbau zu betreiben. Die Flächen für den Gartenbau wurden noch erweitert durch die Aufsiedlung des Gut Roten Hofes, die Straße am Roten Amte erinnert heute noch daran, sodass auch diese Flächen mit zu dem erwerbsmäßigen Gartenbau genutzt wurden. Das Gebiet vor dem Herzogtore, wie der Bereich Alter Neuer Weg und die Nebenstraßen heißen, war die größte Gärtnersiedlung in Wolfenbüttel. Es gab noch weitere, aber hier waren durchaus am meisten Gärtner. Der neue Weg begann am Forsthaus und führte schnurstracks durch das Lecht über Holz. Und wenn Sie das große Weghaus in Stöckheim kennen, sehen Sie, dass die Straße direkt auf die großen Tore zugeht. Man konnte früher dort hineinfahren, um trockenen Fußes auszusteigen. Die heutige Straße macht einen Bogen um das Haus herum. Im Lechlauer Holz wurde ein sogenanntes Sternhaus errichtet. Sternhaus deswegen, weil von diesem achteckigen Gebäude sternförmig die Wege im Lechlauer Holz abgingen. Das damalige Gebäude steht nicht mehr. Was heute dort als sogenanntes Sternhaus steht, ist ein Ausflugslokal, welches errichtet wurde, als in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die Straßenbahn von Braunschweig nach Wolfenbüttel verlegt wurde.
Wenn man alte Wolfenbüttler nach Antoinettenhof fragt, so haben sie alle Erinnerung, das Lokal, das stadtauswärts rechts vom Neuen Weg lag. Aber dieses war nur ein Teil des sogenannten Antoinettenhof. Das eigentliche Schloss Antoinettenhof lag zwischen dem alten und neuen Weg in Höhe des Krankenhauses und des Forstplanungsamtes. Es war ein dreiflügeliges Gebäude mit einem Barockgarten, der um 1730 angelegt wurde für die Herzogin Antoinette Amalie, daher der Name Antoinettenhof. Es war wie alles in Wolfenbüttel aus Fachwerk errichtet und wurde nach dem Wegzug des Hofes nach Braunschweig nur relativ selten benutzt. Daher war es bald baufällig und wurde 100 Jahre nach seiner Entstehung bereits wieder abgerissen. Das Einzige, was heute noch an dieses Schloss erinnert, ist der Name für das Stück Land, was noch hinter dem Krankenhaus liegt und von den Gärtnern heute noch als Schlossland bezeichnet wird. Hier sehen Sie die Herzogin Antoinette Amalie, für die dieses Schloss errichtet wurde, und hier auch nochmal ein zeitgenössiger Stich dieses dreiflügeligen Gebäudes. Und ein weiteres Beispiel für Gebäude sehen Sie hier. Auf einer Fürstenberger Tasse sehen Sie die Abbildung, wie die Gartenhäuser, die auf den Gartengrundstücken errichtet waren, etwa ausgesehen haben. Sie waren unten sehr offen, um eben eine frische Brise durchziehen zu lassen. Zwei dieser Gartenhäuser stehen noch in Wolfenbüttel, eines an der Ecke Ungerstraße, Neuer Weg und ein weiteres in der Straße Kleine Breite. Folgen Sie mir nun in den nächsten Raum dieser Ausstellung. Ja, und auch an der Stelle wollen wir uns heute verabschieden. Dies war der erste Teil unserer Museumsführung. Den nächsten Teil bereiten wir für Sie vor, sodass Sie in den nächsten Tagen und Wochen langsam unser ganzes Museum kennenlernen können. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen, frohen Ostermontag und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.